Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Outbreak. Ja, wir sind wieder hier. Ich habe nochmal hier hingespielt und wir wollen jetzt hier durch. Wir haben jetzt 97,55% Virusinfektionsrate hier und ich habe aber noch so ein paar von diesen Pillen dabei, mit denen ich das bremsen kann. Drei, um genau zu sein. Jetzt geht sie alleine voraus. Heißt das, dass sie weiß, was sie tut? Ich hoffe es mal. Auch nicht. So, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Ja, wieder ein Riesengebiet. Das ist toll. Ja, was muss man hier machen? Muss ich jetzt hier runter oder was? Hallo? Das Neonlicht wird schwächer. Wo muss man jetzt hin? Also ehrlich gesagt sehe ich nur hier oben was. Und ich glaube, da kommen wir mit ihr nicht lang, oder? Oder doch? Timen Sie Ihren Sprung genau. Okay. Ja. Okay, und jetzt? Ja, hoch. Ja. Ich habe den Sprung getimed. Und jetzt hänge ich hier. Wie so ein nasser Sack. Geht doch noch. Hey. Also ich krieg sie aber nicht hier mit rüber, oder was? Dachhochstraße. Jetzt sag nicht, ich hätte sie überhaupt nicht mitnehmen müssen. Oh. Lecker. Jetzt muss ich die nur noch irgendwie umbringen, ohne dass ich, sterbe mit dem bisschen Energie, was ich noch habe. Hehe. Wird lustig, wird das. Es wird sehr lustig. Okay. Na dann, auf geht's. Treffe ich den überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So geht's schon mal nicht. So, liebe Freunde, ich habe hier nochmal hingespielt, ohne die Linda mitzunehmen. Und hoffe mal, dass das jetzt trotzdem klappt. Sprung abtimen und hoch da. Und oh, das ist aber wieder ein Krampf hier, ne? Wieso geht das jetzt eigentlich nicht? Was muss ich jetzt eigentlich machen, damit das funktioniert? Also ich mache hier nichts Besonderes. Ich zappel ein bisschen mit dem Stick hin und her und dann klappt das irgendwie. Boah, auch nicht schlecht. Ich habe noch eine Idee gehabt. Wir haben ja noch immer diesen Schalter bei uns, diese Fernbedienung, wollte ich sagen. Vielleicht können wir ja mittels dieser Fernbedienung den Tyrant einfach in die Luft jagen. Es ist ja so eine Art Tyrant, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Aber irgendwofür muss das ja da sein, diese Fernbedienung. Es klappt jedenfalls sonst für nichts anderes. Deswegen... gleich, wenn ich dann kurz zum Sterben bin, werde ich das einfach probieren. So, pass mal auf. Hey, geiler Schuss. So. Wenn er jetzt gleich anfängt zu spucken, muss ich irgendwie ausweichen, auf jeden Fall. Das hat schon mal geklappt. Immer drauf. Hartnäckig ist er auf jeden Fall. Was haben wir eigentlich hier? Was ist das da? Ich sehe das nicht. Magnum Revolver, ja toll.
Der klappt nicht, okay. Dann machen wir das jetzt so. Und runter hier. Aha, ich sehe schon. Achso, wir müssen in sein komisches Gedöns da rein, ne? War dann hier. Aha! Okay, dann habe ich das Schema jetzt verstanden. Gut. Wir müssen ihn in die Knie zwingen und dann in sein Herz schießen. So. Jetzt dahin. Okay. Geht ja eigentlich. Ich hoffe, ich mache das überhaupt richtig. Ich habe keine Ahnung. Oder können wir da einfach rangehen? Ah. Hey! Diese Szenen kriegen sie ja immer sehr lecker hin. Ne? Ich finde das immer atemberaubend. Aber das war es mit Sicherheit noch nicht, oder? Das wäre, glaube ich... das würde einfach zu sehr zu Resident Evil Outbreak passen, wenn es noch weitergeht. Oh Gott, wir sind immer noch nicht am Ende. Ich habe immer noch von denen hier was. Das ist schon mal gut. Wir können die mal eben nehmen. Die nachladen, bitte. Ja, aber wie wir sehen, sind wir immer noch nicht am Ende, ne? Das kann nicht sein. Okay, hier sind ganz viele Kräuter, die wir alle nicht brauchen. So, und nun? Wo gehe ich jetzt hin? Den ganzen Weg da lang? Da komme ich ja her, ne? Oder wo komme ich her? Ja, da komme ich her. Wo muss ich denn jetzt lang? Keine Ahnung. Machine Gun. Nehme ich mal anstatt der Magnum mit. Das war also anscheinend immer noch nicht das absolute Ende. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder muss ich von dem was einsammeln? Ach da, nee. Raketenwerfer. Den habe ich weggeschmissen. Wieso habe ich den weggeschmissen? Kann mir das mal einer erzählen? Nee, war ich nicht. Ja, also wieder zurück, oder was? Das wäre jetzt ja auch ein Ding. Oder komme ich hier gar nicht hin? Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo ich herkomme. Da wieder zurück? Okay. Und nu? Das kann doch nicht nur so ein Zwischengegner gewesen sein. Wo soll ich denn jetzt lang? Oh, Leute. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich lang soll. Das kann doch nicht angehen, dass ich immer an solchen komischen Stellen hängen bleibe. Ja, das Viech ist doch jetzt tot. Und nu? Ah. Muss ich jetzt wieder zu Linda zurück? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn für ein Geräusch? Keine Ahnung. Bürogebäude, ja. Habe ich irgendwie ein Ziel auf der Karte markiert? Also wenn ich jetzt gleich wieder sterben sollte, weil ich definitiv keine Energie mehr habe, dann, da weiß ich auch nicht. Da muss ich wieder offscreen irgendwie nachgucken, was ich wieder sehr blöd finde, aber nützt ja nichts.
Im Helikopter, ist eine tolle Karte, ja. Da war ich eben drauf. Und da ist definitiv... Da geht's nicht weiter. Da sind keine Türen und nichts. Das muss doch der Endgegner gewesen sein, oder bin ich jetzt blöd? Natürlich war er das. Ich gehe jetzt zu Linda zurück, wisst ihr das? Also, ich habe sonst keine Ahnung. Wo soll ich denn sonst hin? Sonst muss ich gleich echt... Ja gut, wir haben ihn zumindest besiegt. Das ist ja schon mal was, haben wir ein bisschen was erreicht, aber... Damit gebe ich mich eigentlich jetzt nicht zufrieden. Ich will dieses dusselige Spiel jetzt endlich mal durchspielen. Das kann doch nicht sein, dass nur, weil ich jetzt wieder nicht weiß, wo ich lang muss... ...dass das wieder nicht funktioniert. Sollten wir noch bei Linda ankommen, was ich bezweifle, dann, ja. Ich hab keine Ahnung, du. Aber wir sind ja eh gleich tot. Oder habe ich noch eine blaue Pille? Ich glaube nicht. Ich habe die alle aufgebraucht jetzt, ja. Ich habe keine mehr. Ey, das geht natürlich auch. Einmal volle Energie tanken, bevor wir sterben. Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt auch gleich im letzten Atemzug an und das Spiel ist damit geschafft. Das glaube ich nicht. Die Story ist echt ein bisschen komisch durchdacht. Man weiß echt nicht, was man machen soll, ne? Also, oder geht nur mir das so? Wüsstet ihr jetzt automatisch immer, wo man lang gehen muss? Also, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Also, für mich ist es jedenfalls nicht logisch, was wir jetzt machen sollen. Ich guck mal, ob Linda uns jetzt weiterhilft. Der Viech ist tot. Ja, und alles ist im Lot. Mal sehen, was passiert. Eine Cutscene wäre jetzt wunderbar. Nö, kommt aber nicht. Leute, ich hab keine Ahnung. Meiner Meinung nach ist der Endgegner platt, aber ich weiß nicht, was er tun soll. Das ist ja auch geil. Wir sind eigentlich tot, aber dadurch, dass wir sie im Arm haben, leben wir noch. Das ist ja mal geil. Ja. Dann gehen wir jetzt noch einmal durch die Tür und dabei sterben wir jetzt wahrscheinlich. Nö. Das ist ja ein cooler Trick. Schaffe ich das noch, mich jetzt ganz schnell festzuklammern, bevor ich sterbe? Das möchte ich mal eben ausprobieren. Ah, Leute, bis gleich. Moin, moin, da bin ich wieder. Leute, ich weiß jetzt, wie es geht und ich denke, wir kriegen das auch hin. Allerdings vielleicht nicht in diesem Anlauf, weil, ja, jetzt wurde ich gerade von einem Zombie angegriffen und ich habe jetzt derbst Energie verloren. Das ist nicht so gut. Das ist wieder so eine Sache, weiß ich nicht, die ist total unnötig. Wir hätten es eigentlich eben schaffen können. Na, ne, nicht unbedingt. Also wir müssen Linda mitnehmen, bis hier. Na, also das habe ich jetzt schon mal wieder gemacht. Jetzt muss ich den Sprung wieder abpassen, das kennen wir ja schon. Und jetzt wollen wir da wieder hoch. Und da muss sie einfach wieder zittern und warten. So, Linda ist jetzt hier. Wir machen den Bosskampf. Und anschließend, ja, das zeige ich euch dann gleich. Den Bosskampf machen wir nochmal eben schnell. Ich hoffe, dass ich es jetzt noch hinkriege. Ja. Der war ja nicht so schwer. Aber eigentlich ist danach das Level tatsächlich zu Ende. Ich hätte noch ein, zwei Sachen machen müssen. Aber, weiß ich nicht, da bin ich wieder nicht drauf gekommen, weil...